Freunde, viele wissen es bereits, dieses Jahr findet zum ersten Mal seit 2006 wieder ein großes Fußballturnier in Deutschland statt. In unserem Land wird also die EM 2024 ausgetragen. Und wir wollen ein bisschen um das Drumherum reden, ne? Nicht mal ums Sportliche. Also wenn ihr euch mit dem Fußball nicht auskennt, kein Problem. Es geht mir ums Drumherum, weil das hat sich in den letzten Jahren verändert. Und da stellt sich die Frage, wie wird denn das dieses Jahr? Ist man noch überhaupt so auf dem Trichter, sag ich mal, überall mit Deutschland fahren? Darf man überhaupt noch lokal patriotisch sein quasi? Oder ist das heutzutage, ist es aus der Zeit gefallen, Freunde? Das wollen wir hinterfragen. Es gab auch eine Riesendiskussion über die neuen Trikots, nicht? Ne? Da gibt es ja so ein pink-lila Trikot. Und das hat nicht allen gefallen. So. Aber es sieht, lasst uns drüber reden, würde ich sagen. Ein Fakt, den ich gelesen habe, ich habe im Vorfeld natürlich recherchiert, ein bisschen gelesen. Wusstet ihr, dass das kommende Fußballturnier, was ja natürlich ein großes Event ist, gemäß einer Entscheidung der UEFA, des Europäischen Fußballverbands, ja, nicht in 4K ausgestrahlt wird, sondern nur in HD? Ne? Nochmal so, weil mich schon vor 5 oder 6, 7 Jahren die Leute auf YouTube angeschnauzt haben. Warum kein 4K? Ich gucke deine Gameboy-Spiele auf YouTube nicht in 4K, nicht auf 1080p, denn 4K ist ja wohl das Mindeste, wenn nicht sogar in 8K oder 16K. Zum Mitschreiben, das in der Zukunft liegende große Fußballturnier in Deutschland wird dann, wenn es soweit ist, nicht in 4K, sondern nur in HD und HDR in 1080p ausgestrahlt. Ich finde, es ist so eine Anekdote, die kann man auch schon mal bringen, damit man noch richtig einordnen kann. Ganz ehrlich, ich weiß auch nicht, ob ich das zeitgemäß finden will. Ich weiß nicht, ob ich das gut finden will. Aber um so ein bisschen auf den Trichter zu kommen, weil Leute, ich rende euch inzwischen schon alles in 4K, ne? Und YouTube, wenn du was nur in 1080p hochlädst, dann sieht es nicht so aus, wie es aussehen sollte. Das ist wahr, also YouTube reguliert das runter, aber dieses verzerrte Bild, was hierzulande, also was heutzutage entstanden ist oder schon vor vielen Jahren, dass Leute auf mich mad waren, so, das möchte ich einfach nur mal so angesprochen haben an der Stelle, ne, das ist ja nur mal so, ne, dass mal ein bisschen vom Tellerrand hinausgeguckt, geschaut wird, dies, das, so, also um es klar zu machen, ich selbst, mir selbst ist es egal, weil ich habe keinen 4K-Fernseher, ich gucke sowieso, wenn dann 1080p, aber man sollte es anbieten, finde ich. Ja. Und die Technik dafür ist auch da, habe ich gelesen. Nur es wird halt bewusst nur auf 1080p ausgestrahlt. Just saying. So, da schon mal das erste Thema abgehakt, Freunde. Aber mir geht es so ein bisschen um diese allgemeine Euphorie. Wer früher Deutschland bei den Turnieren miterlebt hat, der weiß noch, wie das anders war. Vor allen Dingen von 2006 bis 2014. Da die Fußballturniere, da war in Deutschland ein riesiger Hype. Das hat jeder mitbekommen, ne? Da wurde auf der Baustelle nicht wirklich gearbeitet, sondern Fußball geguckt, wenn Deutschland mittags gespielt hat. Da hat auch jede Hausfrau, Tante und Oma sich damit auseinandergesetzt. Da hat sich die Familie zusammengefunden. Die Oma hat eine Käseplatte gemacht und die Tante fragt, was ist abseits? Das war Thema, wie Deutschland spielt und alle hoffen natürlich, dass Deutschland weiterkommt und ins Finale kommt oder gar Welt- oder Europameister wird. Das war, Freunde, es ist 2006 ist schon wieder so lange her, Leute, die damals geboren wurden, als wir das miterlebt haben, die waren vielleicht noch nicht geboren 2006, werden dieses Jahr 18 Jahre alt, ne? Volljährig, vollmündig. Ist unglaublich. Das heißt, es haben schon viele gar nicht mehr mitbekommen. 2014 haben viele von euch mitbekommen, als Deutschland Weltmeister wurde. Aber mehr in Erinnerung bleiben die letzten Jahre und die letzten Turniere, die nicht so pralle waren. Sowohl von der Leistung der deutschen Mannschaft, ne, da kommt halt schon einiges daher, aber auch die äußeren Umstände. Ne? 2018 WM in Russland, 2020 verschoben, abgesagt und erst 2021 nachgeholt mit Corona-Bedingungen und so weiter. 2022 die umstrittene WM in Katar, die im Winter stattfand, weil es im Sommer zu heiß in Katar ist. Und ich sag mal, böse Zungen behaupten, die Scheiße haben ohnehin alles gekauft. Ja, in Kombination ist da dieser Hype halt wirklich erstickt, ne?
Und da stellt sich mir die Frage, kann Deutschland das überhaupt noch? Also, ein zweites 2006 ist schwer möglich. Manche würden auch sagen, wir wollen jetzt keine politische Debatte aufmachen, aber das Land ist halt auch nicht mehr wie 2006 bis 2014, ne? Aber auch darum geht's. Denn ich fand das immer sehr schön, wenn auch, weiß ich nicht, so viele Autos mit Deutschlandflagge rumgefahren sind und irgendwelche Balkons hatten eine Deutschlandflagge draußen und alle mitgefiebert, aber so manche Balkons haben vielleicht auch eine Marokko- oder Algerien-Flagge und da hat keiner irgendwie Hass geschürt oder sich gesagt so, hey, was soll denn das? Es waren Leute auf dem Public Viewing, ich war selbst nie auf dem Public Viewing, ich bin lieber zu Hause, guck das gemütlich vorm Fernseher. Und da waren die Fans beider Mannschaften teilweise versammelt. Und wenn die eine Mannschaft ein Tor gemacht hat, dann haben die Fans gejubelt und die anderen nicht. Da hat sich keiner aufs Maul gegeben oder irgendwas. Ihr versteht den Punkt. Aber gerade deswegen würde ich sagen, und da appelliere ich auch an euch als meine Zuschauer, meine kleine Reichweite, die ich immerhin habe, zu nutzen, euch zu sagen, wenn ihr es mit der deutschen Mannschaft haltet, warum nicht mal wieder ein bisschen aus der Kriegscremigkeit rauskommen, ja? Also, man weiß es nicht, ne? Die Leistung der letzten Jahre war nicht so pralle. Jetzt wurden ja diese Freundschaftsspiele gegen Frankreich und Niederlande gewonnen. Das ist noch kein Grund irgendwie für Euphorie. Es gibt Hoffnung auf Hoffnung, ja? Also, Vorbereitungsspiele, Freundschaftsspiele hat noch nie irgendwie wirklich eine Bedeutung. Am Ende konnte das Turnier auch komplett in die entgegengesetzte Richtung verlaufen. Also, aber immerhin hat es gezeigt, sie können es in der Theorie, ja? Und ja, das ist auch ein bisschen eine Generationssache von den Spielern. Ja, und wie sich das im Laufe der Zeit verändert hat. Ich sage euch mal, wie ich das erlebt habe, ne? Die erste WM, an die ich mich wirklich erinnere, war 2002. Da hat Deutschland das Öffnungsspiel oder Auftaktspiel gegen Saudi-Arabien mit 8:0 gewonnen. Ich habe nebenbei den Fernseher laufen lassen und habe mich köstlich amüsiert, dass ein Fußballspiel überhaupt so hoch ausgehen kann. 8:0. Aber ich war da 12 oder knapp 13 und hab mich noch nicht so krass interessiert. Aber Deutschland ist tatsächlich ins Finale gekommen, ne? Mit Shootingstar Michael Ballack. Ansonsten waren es viele erfahrene Spieler, die schon einige Spiele und Turniere gemacht hatten. Oliver Kahn im Tor hat alles rausgefischt. Und da war es auch so, dass wir zum Finale Deutschland gegen Brasilien 2002 zu anderer Verwandtschaft gefahren sind. Die Erwachsenen waren unten, haben alle vom Fernseher geklebt, den ganzen Tag Vorberichte laufen lassen. Und wir Kinder sind natürlich auf die obere Etage gegangen und wir haben das einzig Richtige gemacht, was man im Sommer 2002 hätte tun können als 13-Jähriger. Wir haben das brandneue Super Smash Bros. Melee auf dem Gamecube gezockt. Das ist ja ganz klar, das war ja deutlich wichtiger für uns. Ja. Irgendwann nach ein paar Stunden haben wir mal unten gelauscht und da hat der Fernseher irgendwas von der Niederlage erzählt und dann wussten wir, okay, Deutschland hat das Finale nicht gewonnen. Und fertig war der Lack, ne? 2004 habe ich ganz grob mitbekommen, dass Griechenland gewonnen hatte. Aber 2006, ne? Was ein Aufstand gemacht wurde, was ein Aufriss. Boah, auch im Vorfeld schon allein. Weil es eben in Deutschland stattfand, ne? Um es mal auszusprechen, wenn ein paar nicht so fußballaffine Leute dabei sind. Hier geht es ja weniger ums Sportliche in diesem Video jetzt, sondern mehr um das Drumherum. Wie gesagt, es war jeder beteiligt. Auch im Vorfeld wurde so ein Geschiss gemacht, ja, was endlich mal organisiert wurde. Ich weiß noch, wie bei TV Total das Logo besprochen wurde. Es waren ja irgendwie so drei Gesichter, die lachen oder winken und das wurde ein bisschen, ja, sah schon ein bisschen kindisch aus. Da hat die WM so ein Motto gehabt zu die Welt zu Gast bei Freunden. Denn ja, es war halt natürlich auch so ein Ding. Die ganzen Fans von den anderen Mannschaften, sei es aus Brasilien, Amerika oder Japan und sonst wo, die sind alle nach Deutschland gekommen, wenn sie, also die Tickets hatten für die Stadien natürlich. Und das war 2006 und das ist jetzt eben erst wieder 2024 bei uns in Deutschland der Fall. In der Form. Ja, und das hat eine Euphorie ausgelöst. Ich meine, Deutschland ist schon immer eine Fußballnation, ist schon immer Fußballland, aber ich sage, vor 2006 war das anders als nach 2006. Ich sag mal, vor allen Dingen 2006 bis 2014, großer Hype, weil das war eine neue Generation. So nach 2002 ist quasi eine komplett neue Generation auf die Beine gestellt worden, die 2004 auch blutjung erstmal reingeschissen hat. Die Rede ist von Leuten wie Bastian Schweinsteiger, Lukas Podolski, Philipp Lahm, Per Mertesacker und solche, die 2006 immer noch sehr jung waren,
aber ganz energisch und ganz okay gespielt haben, überraschenderweise. Ne, mit diesem 4:2 Costa Rica, 1:0 gegen Polen, dann Ecuador, Schweden, Elfmeterschießen gegen Argentinien gewonnen, also Lionel Messi nach Hause geschickt, weil Jens Lehmann so seinen Zettel, seinen Spickzettel aus dem Strumpf geholt hat, wo drauf stand, wo die argentinischen Schützen hinschießen werden. Und dann Halbfinale leider gegen Italien 0:2 nach Verlängerung verloren. Und ich weiß noch damals, wir hatten in der Ausbildung auch einer, wir hatten Italiener und wir hatten noch einen Deutschen, den Schmidt, kann ich ja mit Nachnamen namentlich erwähnen, der Schmidt, der hat mich sogar in meinen Let's Plays mal gefunden. Der war auch komplett auf dem Trip von wegen Italien sind die besten, Squadra Azzurro, dies, das. Und das war halt schon, wir haben uns so ein bisschen geneckt, nicht böse, aber das war halt schon eine Sache. Als ein paar Monate später Deutschland gegen San Marino 13:0 gewonnen hat, habe ich auch gesagt, Deutschland hat gegen Italien jetzt 13:0 gewonnen, weil San Marino liegt ja in Italien, wenn du so willst. Ach ja, solche Sachen. Ja, und dann in den Folgejahren, die deutsche Mannschaft ist halt auch erfahrener geworden, die besagten Spieler. Auch 2008 großartige Spiele, Portugal mit Cristiano Ronaldo rausgeschmissen. Dann gab es das epische Halbfinale gegen die Türkei, das war sehr spannend, aber im Finale gegen Spanien verloren. 2010 waren die Spieler eben noch erfahrener, die besagten, und es kamen neue, junge Spieler dazu, die echt gut waren. Leute wie, ja, die sind heute noch dabei, Manuel Neuer, Thomas Müller, Toni Kroos. Dazu auch irgendwie Sami Khedira und solche halt. Während die Alten, ne, Schweinsteiger, Lahm, Podolski, auch Miroslav Klose noch dabei waren. Und da haben die großartig gespielt, ne? 4:0 Australien, 4:1 gegen England. Und das fand ja 2010 in Südafrika statt. Wir haben uns mal in irgendeinem Video drüber unterhalten. Und da meinte jemand in den Kommentaren, ja, ich mag keinen Fußball, egal was damit zu tun hat hier. Mit Vuvuzelas mag ich überhaupt nicht. Ja, normalerweise gibt es keine Vuvuzelas. Ne? Die Vuvuzelas, diese komischen Tröten oder Trompeten, die in Südafrika zum Einsatz kommen, waren nur bei der WM 2010 im Einsatz, weil das halt in Südafrika war. Ich fand die auch ein bisschen störend. Man hat sich dran gewöhnt, das ganze Spiel über ging nur, weil die plump irgendwie ihre Vuvuzelas getrötet haben die ganze Zeit. Das fand ich von der Atmosphäre gar nicht so krass. Aber wisst ihr was? Einmal kann man das machen. Ich mag das bei einer WM, dass man verschiedene Facetten hat und verschiedene Kulturen entdeckt. Und wenn das in Südafrika nun mal so war, dann war das wohl so. Ja, 2010. Ja, in Deutschland gut gespielt, aber hat noch nicht gereicht. 2014, das war quasi die letzte Chance, weil diese erfahrene Generation, die 2004 entstanden ist und 2006 auch schon begeistert hatte und immer weiter gereift und gewachsen ist, die haben es dann wirklich auch geschafft. Und ihr wisst, 2014 souverän gespielt, auch das 7:1 gegen Brasilien und das 1:0 im Finale gegen Argentinien und Messi ist Deutschland Weltmeister geworden. So war das. Und es war tatsächlich schön und es war auch einfach wie eine Geschichte, die gefühlt 2006 begann und mit 2014 den Abschluss nahm. Das Happy End. Deswegen haben auch viele Spieler, sag ich mal, ihren Rücktritt verkündet. Philipp Lahm, Per Mertesacker, so manche. Danach war man gefühlt ein bisschen gesättigt, hatte ich das Gefühl. Also, ja, gerade bei der deutschen Mannschaft hat man das Gefühl, dass man immer so 20 Jahre braucht, bis man wieder richtig Hunger auf den WM-Titel hat, nachdem wirklich endgültig keiner mehr irgendwie dabei ist, weder Funktionäre noch Spieler, die beim letzten WM-Titel dabei waren. Also es muss immer eine komplett neue Mannschaft sein, bevor wieder so richtig Feuer entsteht. Und das braucht Zeit. Und dadurch, dass halt viele Spieler weggegangen sind, mussten auch Miroslav Klose natürlich seine Karriere da beendet. Mussten viele nachwachsen und ich sag mal, dieser Übergang war sehr holprig. Wenn vielleicht sogar noch immer nicht abgeschlossen. Denn es ist natürlich nicht immer ein Fließ, es ist ganz kein sofortiger, sondern ein kleiner fließender Übergang. Es gibt immer jüngere und ältere Spieler im Kader. Aber irgendwie ist nicht so recht das nachher gewachsen, was rausgegangen ist, wisst ihr? Also die adäquat zu ersetzen, hat nicht funktioniert so quasi, wenn du so willst. Und nicht nur, dass man selbst eben 2014 mit dem WM-Titel alles erreicht hat, Europameisterschaftstitel haben sie nicht erreicht, so nach dem Punkt. Und es gab einen Confed Cup-Sieg, aber
Scheiß auf den Confed Cup. Die folgenden Turniere, die waren alle wirklich schwach. Irgendwie. Ich kann mich gar nicht so richtig an den Verlauf erinnern. Von 2016, 18, 20 und 22. Ja doch, die letzten beiden, die waren geprägt von Vorrunden aus. 3 Spiele, Deutschland raus. Ja, das war so ein Hinterhergelaufe. Das war richtig Darmstadt-Fußball. Nach dem Motto, wir haben keine Chance, wir liegen zurück. Wir müssen jetzt was machen und lief nicht. War es Unvermögen? Man hat das Gefühl, das ist gar nicht so der Spirit da. Dieser 2006 bis 2014 Spirit, der war nicht mehr da. Und das war einfach eine Spirale, ne? Da hatten die Fans natürlich auch keine Euphorie mehr, ja? Und kein Grund mehr nach mäßigen Leistungen da aus sich rauszugehen. Und inzwischen, wie gesagt, sind so viele Jahre vergangen. Ich sag mal, so junge Leute, 10, 14, 18 Jahre, die kennen das gar nicht mehr, wie das ganz früher war. Wie stark das teilweise war. Also gut, mit 18 kennst du 2006 vielleicht nicht mehr, aber 2014, ihr wisst, was ich meine. Und ja, ich würde sagen, eigentlich müssen wir dahin zurück, ne? Eigentlich müssen wir dahin zurück, wenn wir jetzt... Man hat nicht häufig ein großes Turnier im eigenen Land. Generell finde ich, dass man nach 2006, 2024 wieder eine EM austrägt, ist eigentlich schon ziemlich nah beieinander. So andere Länder warten länger. Guckt euch Uruguay an. 100 Jahre und die kriegen jetzt irgendwie 2-3 Spiele. Nach 100 Jahren! So Sachen. Na gut. Das ist ja wieder was anderes. Südamerika-Meisterschaft und so. Aber okay, ihr wisst, wie ich es meine. Ja, und deswegen bin ich eigentlich dafür. Wollen wir mal wieder Flagge zeigen dieses Jahr? Es ist nicht irgendwie Corona-Beschränkung. Es ist nicht im Winter, weil es irgendwie in Katar stattfinden soll, was ohnehin umstritten war aufgrund der Menschenrechtsverletzungsanschuldigungen. sondern es findet in Deutschland statt. Die europäischen Top-Teams kommen alle nach Deutschland. Und da müssen wir mal wieder sagen, hier die Welt zu Gast bei Freunden. Okay, Europa zu Gast bei Freunden. Ja, und ich finde es auch wichtig, dass das... Man muss sich ein bisschen mehr auf das Wesentliche konzentrieren. Und man sollte nicht immer in die Vergangenheit gucken und früher war alles besser. Aber so politische Debatten wie früher, ich hoffe und finde, die haben beim Fußball nichts verloren. Da müssen wir aber in erster Linie die deutsche Mannschaft ankreiden. Wir wissen ja, dass die halt auch sich gewehrt hat, irgendwie in Katar ohne Regenbogen, Binde am Arm, daraufhin auf dem Mannschaftsfoto die Hand vor den Mund halten, nach dem Motto, wir kriegen unsere Meinung verboten. Ja, und dann nicht mal auf dem Platz was zeigen, ne? Also große Fresse, aber aufs Maul fliegen. Kein Wunder wurde man 2022 zur Lachnummer. Also, ich finde es wichtig, auf dem Platz was zu zeigen. Bestenfalls kann man, nachdem man was geleistet hat auf dem Platz, vielleicht eine große Fresse haben, ne? Aber davor nicht, und das war dann natürlich, war ein bisschen Karma, ne? Fand ich halt auch nicht gut. Da stand ich halt auch nicht dahinter als Deutscher, ja? Was die da gemacht haben 2022, ne? Dachte mir auch, spielt doch einfach mal gut. Konzentriert euch mal nicht darauf, was ihr beim Anpfiff macht oder so, sondern hier, überlegt euch mal, wie man dem Gegner irgendwie ein paar Tore reinschießt. Nicht, dass es nicht getan hätten, aber ja, andere Zeit. Also es gibt ja jetzt durch die letzten Testspiel-Erfolge Hoffnungen auf Hoffnung. Ich mache mir Hoffnung, dass ich mir Hoffnung machen darf. Auch wenn das natürlich nichts zu bedeuten hat. Aber es gehört natürlich zusammen. So wie es einen Negativstrudel geben kann, kann es auch einen Aufwärtsstrudel geben. Das ist der Grund, warum es im Stadion überhaupt Stimmung gibt und Fans, die anfeuern. Manche Spieler sind ein bisschen immuner dagegen, manche lassen sich davon tragen, wenn es ein bisschen Stimmung gibt. Und wenn man merkt, das ganze Land steht hinter einem, so nach dem Motto. Und auch wenn man natürlich jetzt nicht irgendwie irgendwas nachahmen kann, also wir werden kein 2006 2.0 machen, aber ich würde mir schon wünschen, dass 2024 jetzt nicht von Kriegsgrämigkeit geprägt wird, sondern dass man zumindest hinter seiner Mannschaft steht. Wie gesagt, wenn ihr es mit der deutschen Mannschaft haltet, ja, vielleicht seid ihr auch Italiener und steht hinter der italienischen Mannschaft, was weiß ich, ne? So Sachen. Und selbst wenn die mal 0-1 zurückliegen, ne? Und weiß nicht, ob die Leute mal wieder mit Deutschland-Fähnchen am Auto herumfahren oder auf dem Balkon ihre Deutschland-Flaggen hinmachen. Ich meine, so ist Schminke ins Gesicht oder was oder mit wilden Schwarz-Rot-Gold-Perücken rumlaufen, das ist schon wieder over the top. Es geht auch immer noch ein bisschen zu viel. Aber ich mag das eigentlich, ein bisschen Flagge zu zeigen, ne? Weil machen andere ja auch,
Ich sag mal, wenn die Türkei gewinnt, da gibt's auch in jeder deutschen Großstadt, ich sag nicht in der Türkei, sondern in jeder deutschen Großstadt, auch Hubkonzerte und Autokorso. Ne? Warum sollen wir uns also wegducken, wenn, ich betone wenn, wir einen Erfolg zu verbuchen haben? Fußballtechnisch. Ne? Ja, das ist schwierig. 2024 ist nicht mehr 2014. Ich geb's zu, ja. Aber es liegt ein bisschen an uns. Und deswegen appelliere ich auch ein Stück weit an euch und sag, Leute, warum nicht ein bisschen hinter der Mannschaft stehen? Warum nicht ein bisschen sagen, ja komm, ne? Vielleicht reißen sie was. Ihr versteht meinen Punkt. Und vielleicht machen wir ein bisschen Stimmung, weil das nächste Turnier in Deutschland wird es nicht so bald geben. Ja, vielleicht nicht mal mehr in unserer Lebensspanne. Wer weiß? Weiß man ja vorher nicht. Dann würde ich sagen, kommen wir zum Thema Trikot. Ja, das neue Trikot wurde ja vorgestellt. Die haben die Spieler auch in diesen Trikots ausgetragen. Und ja, als Kind dachte ich mir auch schon immer, warum spielt Deutschland in Weiß? Ja, es ist so viele bunte Farben gibt es und Deutschland spielt in Weiß. Aber ich mag das, wenn man einfach diese Nuancen in Schwarz-Rot-Gold draufbringt. Und ich glaube, je mehr Farbe drauf ist, desto mehr mochte ich das. Ich mag auch die Trikots 1990 und 1994. Ja, mochte auch das 2006-Trikot, ist ja wohl komplett based. Und das 2024-Trikot basiert ein bisschen auf 2006 und 1990, finde ich. Also eigentlich ein echt cooles Design, so. Und das Ausweichtrikot, auswärts kann man kaum sagen, Ausweich, ist halt dieses pink-rosane. Habt ihr mitbekommen? So. Ja, also ich glaube, es gibt eine gewisse Tradition. Es gab eine Erklärung, warum Deutschland eigentlich grün auswärts trägt. Jetzt haben sie pink, pink-lila. Aber ich finde, das sieht in dem Verlauf eigentlich ganz nett aus. Also wenn man sich nicht in seiner Männlichkeit angegriffen fühlt, ist es eigentlich eine ansehbare Farbe. Wenn das jetzt als das Haupttrikot, als das Heimtrikot wäre, dann würde ich das verstehen, ne? Aber es ist doch nur das Ausweichtrikot. Wenngleich man sagen muss, man hat ja das Spiel gegen Niederlande zu Hause in Deutschland in einem Ausweichtrikot gemacht. Wahrscheinlich nur, um das zu zeigen. Und da sah es nicht verkehrt aus. Das überlebt man mal, Freunde. Ich weiß auch, Giga Games früher, ne? Die Rocket Beans in Urzeiten. Da war auch der Carsten Konze. Der war auch so ein bisschen der Bulligere, der pumpen geht, ne? Der Muckis gehabt und hat einen ganz anderen Körperbau gehabt. Und der kam dann auch mit einem pinken Hemd. Und das sah nicht irgendwie peinlich aus oder so. Das sah stark aus. Der steht dazu. Der kann das tragen. Da hat es bei mir Klick gemacht irgendwie. Nach dem Motto, das ist nicht irgendwie eine Mädchenfarbe. Das ist, kann man machen. Nach dem Motto. Ich find's nicht schlimm. Also alle, die sich ernsthaft darüber aufregen, den kann ich auch nicht helfen. Regenbogen-Statements sind eine andere Geschichte. Wenn wir jetzt Trikots gehabt hätten in Regenbogenfarben. Erstens mal geht es ja gar nicht. Du musst ja eine bestimmte Farbe haben, ne? Weil sonst hast du ja jede Farbe drauf. Aber wenn man es abseits davon machen würde, das hätte ich vielleicht auch nicht optimal gefunden. Ja, weil ich mag einfach nicht diese Statements. Spielt Fußball, verdammt. So. Was ist das denn? Wartungsarbeiten am Server? 5.4. Das ist doch gleich. Da nehme ich gerade auf. Habt ihr das schon mal gesehen? Was ist das für eine Meldung? Kommt das öfter, so kleine Wartungsarbeiten? Oder was für Wartungsarbeiten? Habt ihr das gesehen? Wie bitte? Und dann kannst du nicht mehr online spielen. Bis dahin bin ich durch, ne? Bis dahin ist der Part fertig. Hä? Okay. Also manche fragen immer, ne, sind die Mario Kart Parts, nimmst du auf oder nimmst du das getrennt auf? Warum soll ich es getrennt aufnehmen? Ich bin nur im Redefluss, ne? Weil ich sag, nichts im Spiel bringt mich mehr aus der Fassung, nichts überrascht mich mehr. Da kann ich Erster oder Letzter werden, gemario kartet werden. Aber das, die Meldung eben, die habe ich noch nie gesehen. Ja, da könnt ihr auch was dazu in die Kommentare schreiben. Hä? Aber gut, ja. Ja. Aber kann man machen. Ne? Mal gucken. Also Deutschland spielt ja die ersten drei Spiele, die feststehen. Deutschland-Schottland und dann Deutschland-Ungarn. Und dann heißt es Schweiz-Deutschland. Weiß nicht, ob man dagegen die Schweiz im dritten Spiel im Auswärtstrikot spielen will. Eigentlich muss das ja nicht. Eigentlich nicht. Schweiz spielt doch in Rot. Ja, vielleicht sehen wir das gar nicht bei der EM. Muss man mal gucken. Und ihr habt mitbekommen, die 44 wurde verboten. Ja, weil es, ich sag mal vorsichtig, weil die 4 zu sehr aussieht wie ein Blitz.
und der Blitz wiederum an was anderes erinnern könnte. Wo ich mir die Frage stelle, statt jetzt die 44 zu verbieten, ne, das trägt ja eh kein Spieler. Es gibt viele türkische Spieler, die haben irgendwie so eine hohe Zahl, so eine 53 oder so. Früher Cem İslamoğlu bei Darmstadt 98. Und ganz viele andere nehmen so eine große Zahl, weil das irgendwie so eine Region in der Türkei darstellt. So, als würde ich als Darmstadt die 64 nehmen, weil wenn mir die Postleitzahl 64 und so weiter und so fort. Ja, die 44 wird verboten. Warum machst du nicht einfach die 4 ein bisschen anders, dass die 4 ein bisschen mehr aussieht wie eine 4 statt wie ein Blitz? Stattdessen wird wieder verboten. Ne? Also, ja, weiß ich nicht, aber ist jetzt halt so. Ne? Ist eine interessante Randnotiz mal wieder. Ja, es gibt halt immer viel drumherum, das bleibt ja nicht aus. Könnten ja nochmal besprechen, ob ihr ja im Entferntesten betroffen seid von den Stadionorten. Also, wenn ihr euch interessiert, in welchen Städten Deutschland die EM 2024 stattfindet. Ne? Also, es ist ja von 14. Juni bis 14. Juli. Ja, also die Zeit, wo ich die neueste Folge House of the Dragon sehen will. Und ja, vielleicht beißen die sich ja das Deutschland-Spiel und House of the Dragon. Da muss ich mich entscheiden. Nee, Späßchen. Und die Standorte sind Berlin, ich rate das gerade runter, Dortmund, Düsseldorf, Frankfurt, Gelsenkirchen, Hamburg, Köln, Leipzig, München und Stuttgart. In den Stadien findet die EM 2024 statt. Ja, aber es wird natürlich überall auch bestimmt Public Viewing geben. Ja, also wenn überhaupt wir wieder auf diesen Trichter kommen, ne, dass es so ein bisschen gehypt wird wie früher, wie 2006 bis 2014. Vielleicht auch so ein bisschen 2016, 18, wobei das halt auch schon gedämpft war. Muss man auch sagen, das müssen die Leute auch wieder lernen. Und dafür, damit das klappt, muss die deutsche Mannschaft auch was abliefern. Das ist klar. Wenn die weit kommt, ja, dann ist Euphorie. Wenn die wieder nach 3 Spielen rausfliegen, was schwer ist, weil auch der Dritte in der Tabelle Chancen hat, weiterzukommen, dann, ja, also wenn man gegen Schottland, Ungarn und Schweiz nichts reißen kann, dann ist auch Kopf und Malz verloren. Was willst du denn da machen? Das war auch schon bei den letzten Turnieren so der Fall. Die hoffen, dass sie noch irgendwie den Ausgleich machen können mit Ach und Krach. Ja, aber wenn du nur so da rumgimpelst und so rumstotterst, was willst du da überhaupt noch? Oder beende es lieber, ne? Aber sie können es ja, haben sie es gezeigt. In der Theorie. Und deswegen hoffen wir das Beste. Ich hätte Bock zu haben. Und ich hoffe, ihr habt auch Bock, dass ihr Bock bekommt. Und wir machen das ein bisschen. Wisst ihr, in den letzten Jahren in den Läden, egal ob es ein großer Rewe oder so ein Kruschladen wie Teddy ist, alles voll mit Deutschland-Fanartikeln. Und am Ende blieb alles liegen. Weil keiner hatte so richtig Bock. Und Dann war das nicht so. Aber jetzt sind so die Voraussetzungen mehr geschaffen. Es ist nicht im Winter, es ist nicht in Katar, es ist nicht Corona, sondern es ist sogar in Deutschland findet das statt. Und deswegen hoffe ich einfach, dass wir so ein bisschen ja, auch respektvoll miteinander umgehen, dies, das. Und dass da eine Sache draus wird. Bevor man jetzt irgendwie so eine Links-Rechts-Debatte aufmacht, nach dem Motto, seit 2015 ist es nicht mehr mein Deutschland, das ich kenne. Mir wurde auch schon vorher, 2008 oder 2010, hatte ich auch an meinem ersten Auto so ein Deutschland, eine Fahne, ne? So ein Plastikstiel, den machst du an deine Fensterscheibe, also hinten dran am besten. Und da bin ich auch mit über die Autobahn gefahren, kein Problem. 100 Sachen, hatte die Fähnchen ausgehalten, obwohl es nicht dafür ausgelegt ist. So, und da habe ich da geparkt, obwohl es eine sehr ruhige Straße ist, mit einzelnen Parkbuchten direkt an dem Haus damals. Und trotzdem, am nächsten Tag sehe ich, da hat jemand meine Deutschlandflagge vom Auto abgerissen. So, abgeknickt. Das heißt, so ein Stück Plastik war noch eingeklemmt in meiner Fensterscheibe, aber war abgerissen. Wo ich mir auch denke, was war das? Ne? Waren das irgendwelche Jugendliche, die sich dachten so, hahaha? Oder war das jemand, der vielleicht zu einer anderen Nation stand? Oder das Realistischste, es gibt natürlich auch genug Leute, die von dem ganzen Hickhack zu WM- und EM-Zeiten komplett abgeneigt sind. Von diesem Hype und dieser Euphorie. Das denke ich am ehesten, dass jemand sich dachte, Deutschland-Flaggenfahrer, was soll denn der Scheiß? Ich meine, es gibt Leute, die übertreiben. Aber ich habe ja nicht übertrieben. Nur eine Deutschland-Flagge, nicht irgendwie an den Spiegeln, diese Flatter-Schmetterlinge oder wie die hießen. Und dann irgendwie 5 Fahnen am Auto. Das ist ja Panne. Aber ich mag es, wenn es ein bisschen dezent ist, mal Flagge zu zeigen. Ne?
Ab und zu seht ihr in meinen Streams oder Reaction-Videos auf meinem Kanal Gugemama. Ich habe einen Reaction-Kanal, hallo Leute. Gibt auf YouTube ein Netz mit Markus Reacts, dann findet ihr das bestimmt. Da wird auch manchmal eine Deutschlandflagge eingeblendet. Ja, Freunde, was wollt ihr hören, ne? Ich bin geboren in Deutschland, ich bin Deutscher, ich kann es nicht ändern, so. Und ich halte es mit der deutschen Mannschaft, weil hätte schlimmer kommen können. Nach dem Motto. Das ist so ein bisschen das Ding. Und dann mal sehen, ob's was wird. Erreichen wir, haben wir denn eine neue Generation? Das ist halt auch so ein bisschen die Frage. Wächst da was heran? Wir haben von den letzten Siegerteams, wie gesagt, immer noch Manuel Neuer, Thomas Müller und Toni Kroos, der zurück ist. Ich hoffe, er bekommt wirklich noch die Kapitänsbinde. Jetzt nichts gegen Ilkay Gündogan, aber Gündogan ist sowohl fußballtechnisch in meiner Opinion schwächer und ist auch nicht so der Leader, nicht so der Anführer und Weggeber, während Toni Kroos es alles alleine managt. So, also das Einzige, was dagegen spricht, Toni Kroos die Kapitänsbinde zu geben, ist, dass man sich umentscheiden müsste. Ja? Ich würde als Trainer würde ich mit dem Gündogan reden und sagen, hier, ne, kein böses Blut, aber Toni Kroos macht das. So, bist Ersatzkapitän. Das spricht da nichts dagegen. Finde ich. Ja? Und ansonsten, man weiß es nicht, ob eine neue Generation ranwächst. Wir haben jetzt hier den Jamal Musiala, der hat auf jeden Fall großes Potenzial. Dann wurde auch der Dennis Undaff heißt er, glaube ich, ne? Das ist ein ganz junger, der ist ja auch erst. Boah, wie alt ist der? Ne, Moment. Dennis Undaff, der war beim VfB Stuttgart, der. Ah, Pavlovic heißt der, von Bayern. Der ist noch so jung, ne? Der ist 17 oder was. Und das ist ungewöhnlich. Es gibt ja die U21-Nationalmannschaft, es gibt die U19-Nationalmannschaft. Und wenn du schon für die erste Mannschaft, für die A-Nationalmannschaft berufen wirst, dann heißt es, du hast Potenzial. Also ich würde es mir wünschen, dass dieser Alexander Pavlovic, dass der richtig stark ist. Ne? Der hat auch serbisches Blut, der hätte auch für Serbien spielen können. Der ist mitgereist zur deutschen Nationalmannschaft, musste absagen, krankheitsbedingt. Also ist auch noch nicht in Stein gemeißelt, aber wäre doch schön, wenn er was ist, ne? Wie gesagt, Musiala hat großes Talent. Ich bin auch Fan, also nicht Fan, aber ich halte große Stücke von Leroy Sané. Also der, also von all den Jahren, wo ich bei Darmstadt 98 im Stadion saß, auch erste Bundesliga gesehen habe oder DFB-Pokal, was ich mit meinen eigenen Augen gesehen habe, der stärkste Spieler war Leroy Sané. Fand ich schon, ne? Also wirklich. Und ich finde, er macht auch einen guten Job, so. Also es könnte schon sein, dass es eine gute Mischung ist. Aus Erfahrung. Gibt auch den Torhüter-Zweikampf. Manuel Neuer gegen Ter Stegen. Ich bin ja noch nie so ein großer Ter Stegen-Fan gewesen. Aber ich muss zugeben, er macht eine gute Nummer. Ich glaube, als er debütiert ist, da war der so ein bisschen. Da war irgendwie mit Ron-Robert Zieler und wie die alle hießen. Und Ter Stegen ist so ein bisschen nachgerutscht und war die ersten Spiele auch super nervös. Ich muss sagen, auch Manuel Neuer, als der debütiert ist für Deutschland, der war ein nervöser Vogel, Alter. Und jetzt sind es zwei absolute Bänke, ne? Und die sollten natürlich beide mit zur WM. Und mal sehen, ob der Manuel Neuer von seiner Verletzung fit wird. War nicht im Spiel gegen Darmstadt, hat er sich so verletzt? Oder das war nur Harry Kane. Haben die sich so... Ja, haben die sich, glaube ich, verletzt. Und jetzt steht er so ein bisschen auf der... Ja, auf der pausiert noch oder so. Keine Ahnung, wer am Ende im Tor steht, aber man hat den Luxus. Und da ist auch egal, wer der dritte Torhüter wird. Okay. Ansonsten, ja, das geht an euch. Was schreibt sie? Serge Gnabry. Auch eine wichtige Person. Warum war der jetzt noch nicht dabei? Was ist mit dem los? Aber gut. Ja, man kann gespannt sein. Aber mir geht es, wie gesagt, weniger ums Sportliche, sondern wie sieht's denn aus? Wollen wir versuchen, ein bisschen Euphorie zu machen? Oder wollen wir alle wieder kriescremig nur meckern? Das ist die Frage. Aber ich bin dafür, man kann einmal mal wieder sagen, Leute, also wenn du mit der deutschen Nationalmannschaft das hältst, dann lass mal, ne, lass mal die eine oder andere Fahne auspacken oder was. Ne? Ihr müsst euch nicht schminken und alles, aber ja, 2006 bis 2014 waren einfach schön und es wäre toll, wenn doch eine neue Generation beginnt. Und ich hätte Bock auf Bock. So viel dazu. Ich schätze mal, zur EM reden wir noch mehr über die aktuellen Ereignisse oder nach der EM besprechen wir alles ausführlich. Für den Moment war es das und alle Meinungen von euch zum Thema sollte man Fahne bekennen, egal welchen Landes oder wie sind die deutschen Trikots oder auch wer sollte in den Kader und wer nicht, wer sollte ins Tor, wer sollte Kapitän sein.
Und ja, die nächsten Turniere wären nicht so krass. Ihr wisst ja, 2026 in WM in Nordamerika, 2028 weiß ich gerade gar nicht wo, 2030 dann irgendwie ein paar Spiele in Uruguay, dann Spanien, Portugal und ich glaube Marokko dazu. Nur damit die nächste WM danach Saudi-Arabien kaufen kann. Das ist halt ein Ding. Aber da werde ich wieder an 2002 verweisen mit dem 8:0. Freunde, das wär's. Danke. Und wie waren eure Erfahrungen? Wie habt ihr so von der Außendarstellung und von dem generellen Hype die früheren Turniere Deutschlands erlebt? Oder egal aus welchem Land die Sicht. 2006 und vorher und 2014 und nachher. Wie habt ihr es erlebt? Schreibt es in die Kommentare. Reißt euren Daumen aus und gebt ihn mir. Bis dann und ciao.